ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Book of Books. Ich bin Janine und ich möchte euch heute mein Herz in zwei Welten vorstellen, beziehungsweise die ganze wundervolle Reihe noch einmal erläutern und erzählen. Und ich finde gerade Teil 1 nicht, Teil 2. Genau, so, also viel Spaß. Ach ja, wir erinnern uns doch alle an ein ganzes halbes Jahr. Oder von Jojo Moyes. Der Film war gigantisch, der war emotional mit der Biene Maya. Also nicht Biene Maya, aber mit der Strumpfhose, Bienenstrumpfhose, schwarz-gelben Strumpfhose. Die war so schön und so süß. Und die ganze Szene mit Will und Luisa war einfach unfassbar genial. Wir wissen auch alle, wie es geendet hat. Ich habe Rotz und Wasser geheult, ehrlich. Und ich glaube, ich habe es deswegen so lange hinausgezögert, bis ich Teil 2 mir denn gekauft hatte. Teil 3 hatte ich ja mal von meinem Mann geschenkt gekriegt. Aber ohne halt Teil 2 zu haben, kann ich den dritten Teil nicht lesen. Das habe ich dann im Januar mir bestellt und dann auch gelesen. Ein ganzes neues Leben. Ach, es passiert so viel in diesem Buch, muss ich sagen. So viel. Und das sind Sachen, die mich teilweise echt zum Nachdenken gebracht haben. Luisa, ich möchte versuchen, nicht zu spoilern, ne? Okay. Luisa Clark hatte einen ziemlich schweren Unfall. Und klar, nach der ganzen Sache mit Will, denkt man, oder haben viele gedacht, dass das vielleicht eine Absicht war. Sie lernt dadurch jemanden kennen. Und gerät ganz schön in Strudel. Ihre Gefühle spielen verrückt. Sie weiß nicht, soll sie nicht, soll sie sich darauf einlassen oder nicht. Sie hat eine eigene Wohnung, aber eben only doch finanziert von Will, der immer noch irgendwie ein Auge auf sie hat und sie scheinbar beschützt. Dann taucht plötzlich eine Person auf. Wie gesagt, ich möchte nicht spoilern, eine Person auf, die ebenfalls ihr Leben durcheinander wirbelt. Und das von vielen, vielen anderen. Und den Geist irgendwie von Will doch wieder zurückbringt. Ach ja, und allgemein hat man gespürt, dass Will die ganze Zeit mit hier in dieser Geschichte präsent war. Und das ist echt schön zu wissen, dass Luisa und die anderen ihn nicht vergessen haben. Außer der Papa, der natürlich wieder neu geheiratet hat. Aber die Mama ist komplett am Boden zerstört. Nach all dem, was geschehen ist. Und ja, Luisa hat es auch nicht verkraftet, das Ganze. Und dann kommen wir zum dritten Teil. Und auch hier Jojo Moyes aus dem Wunderlich Verlag. Ist das auch Wunderlich? Nee, das ist nicht Wunderlich Verlag. Mit Lesebändchen, einer Biene hier drauf zu sehen. Wäre cool gewesen, wenn hier auch eine Biene wäre. Aber gut, so viel des Guten, ne? Sehr schlicht, sehr steril. Auf jeden Fall, nachdem im zweiten Teil noch etwas ziemlich Krasses passiert ist, ist Luisa jetzt in New York. Und dort versucht sie auch ihr Leben irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich hatte ja schon gesagt in meinem Lesemonat, dass ich immer noch die Hoffnung hatte, dass Luisa und Nathan irgendwie zusammenkommen, weil sie wieder zusammenarbeiten. Und es gab auch einige sehr, sehr süße Momente mit den beiden, muss ich sagen. Irgendwie, ja, ob es nun geklappt hat mit denen oder ob es nicht geklappt hat, das verrate ich natürlich jetzt nicht. Aber meine Hoffnung hat sehr lange bestanden, sag ich mal so, ne? Sie lernte aber trotzdem noch jemanden kennen in New York. Und zwar einen jungen Mann, der sich stark an Will erinnert und der tatsächlich so aussieht wie Will. Was mit ihm ist, verrate ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich auch hier ziemlich doll weinen müssen. Oh, die ganze Buchreihe. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil ja einer Freundin ausgeliehen, immer noch seit 4 Monaten. Aber die ganze Buchreihe hat mir so unfassbar gut gefallen, dass ich froh bin, sie doch gelesen zu haben. Auch wenn ich Angst hatte vor dem, was passiert. Weil nach Teil 1, was hätte er noch kommen können, ne? Ach, das hat mir echt so das Herz zerrissen. Also wie natürlich Millionen anderer Menschen auch. Das war eben so ein Moment, wo man denkt, ach Mann, das arme Mädchen und so.
Lest die Geschichten, falls ihr die noch nicht kennt. Alle drei Bücher sind unfassbar interessant und wirklich empfehlenswert. Und ich glaube, es ist hier wieder so gegeben, dass die Fortsetzungen tatsächlich ebenbürtig zu dem ersten Teil sind. Auf ihre spezielle Art und Weise natürlich, aber nichtsdestotrotz halten sie einen ganz schön emotional auf Achterbahn. Und ich bin so froh, dass ich die Bücher jetzt in mein Regal stellen kann, nachdem ich sie euch vorgestellt habe. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, eure Janine. Bye. Und passt gut auf euch auf.